Heute begrüßen wir Sie an der EV Lane. Herzlich willkommen. Heute heißt es SC Freiburg gegen den FC Augsburg. Die Gäste müssen es vor allem defensiv besser machen. Zurzeit haben sie die schlechteste Verteidigung. In der Defensive haben sie zurzeit große Probleme. Dabei weiß man ja, wie wichtig es ist, zuerst einmal hinten gut zu stehen. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des SC Freiburg. Klassisch sieht das aus, ihre Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht. Dieses 4-4-2 bedeutet aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Und da ist sie, die Startaufstellung des FC Augsburg. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Und das Spiel läuft. Gregoritsch. Bayer. Das könnte gefährlich werden. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Kuh. Gregoritsch. Jetzt die Flanke. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann's weitergehen. Und hier nochmal die Wiederholung des Tores. Tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Und da haben wir es nochmal. Das Kopfballtor, Buschi. Ja, Wolf, da hat es gepasst. Aufmerksam vorbereitet, kühl verwandelt. Klasse. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Dominik Heinz. Griffo. Nils Petersen. Gut geklärt, aber Einwurf. Bayer. Gregoritsch. André Hahn. Bayer, Jonathan Schmid, Goveleov, Kuh, sieht gut aus, was sie da machen. So, der letzte Zug zum Tor fehlt noch im Moment, aber sie suchen natürlich ganz geduldig die Lücke. Super Aktion, gut geklärt. Mike Franz. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Und die Flanke hat er. Günther. Vincenzo Griffo. Nils Petersen. Vincenzo Griffo. Die Flanke bleibt hängen. Hm.
Nils Petersen. Er zieht ab. André Hahn. Cool. Nils Petersen. Waldschmidt. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Jetzt ist die Kugel weg. Gregoritsch. André Hahn. Der ist zu weit. Haberer. Und das ist der Ballverlust. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Da passt er auf. Klasse, dass er da rauskommt. Und so kann er den Ball eben halten. Klasse Aktion. Schussversuch. Eckball gibt's. Ecke kommt und nun ein Schuss. Super Volley, aber kein Tor. Es war technisch herausragend gemacht. Da stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Haberer. Günther. Höfler. Griffo. Nils Petersen. Da ist die Hereingabe. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Schmied. André Hahn. Kuh. Gregoritsch. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen, aber sie liegen halt vorne und wer will es ihnen verdenken? Jetzt haben sie den Ball verloren. Pascal Stenzel. Haberer. Waldschmidt. Höfler. Dominik Heinz. Günther. Nils Petersen. Griffo. Chance auf den Ausgleich. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Sie sind zurück in diesem Spiel. Ausgleich. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Cool. Finn Bogasson. Mike Franz. Griffo. Nils Petersen. Jetzt müssen Sie aufpassen. Haberer. Super gemacht vom Torwart. Das gibt einen Eckball. Thank you.
Die Ecke kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Kommt jetzt die Flanke. Und die Situation geklärt. Jonathan Schmid. André Hahn. Schmid. Klasse Pass. Klasse gemacht. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Der Einwurf könnte Ihnen jetzt eine Chance einbringen. Gregoritsch. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Das wird nochmal Einwurf geben. Dominik Heinz. Günther. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Höfler. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alles total offen hier. Gib uns doch mal einen Einblick in die Statistikbücher aus dem ersten Durchgang, Buschi. Ja, sieht sehr ausgeglichen aus und passt damit ja auch zum Spielstand. Wichtig vor allem, beide kommen hier zu Torchancen, ähnlich viele Torschüsse bisher. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Höfler, Haberer, Nils Petersen, Waldschmidt. Da kommt er raus und hält den Ball. Kuh, Gregoritsch. André Hahn, Kujacul, André Hahn, Jonathan Schmid. Knapp abseits, aber das wäre wohl auch wirklich gefährlich. Gregoritsch. Finn Bogasson. Da kommt die Flanke. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. Das war gar nichts. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. André Hahn. Finn Bogasson. Diesmal hat es also nicht geklappt. Aber er bleibt dran. Haberer. Gulde. Pascal Stenzel. Mike Franz. Höfler. Nils Petersen. Super Timing. Den Ball holt er sich. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Nils Petersen. Höfler. Mike Franz. Pascal Stenzel. Ja, das ist durchaus frustrierend für die Abwehr. Jetzt schießt er. Noch ist die Chance da. Chance zur Führung jetzt bei diesem Eckball.
Ecke kommt. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Haberer. Abrashi. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Kuh. André Hahn. Kovaleo. Gute Aktion. Bayer. Kuh. Bayer. André Hahn. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Hereingabe. Aber da steht kein Mitspieler für diese Hereingabe. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Kuh. Bayer. Bayer. Moravec. Flanke jetzt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Kedira. Bayer. André Hahn. Sehr gut aufgepasst. Dominik Heinz. Haberer. Abrashi. Griffo. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Kuh. Er ist im Moment richtig gut drauf. Ja, kein Wunder, Wolf, nach den letzten Leistungen. Moravec. Da kommt der Pass auf außen. Den Ball holt er sich. Gulde. Mike Franz. Da verlieren sie den Ball. Max Bayer. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Abrashi. Nils Petersen. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Da passt er auf und kann klären. Spielerwechsel beim SC Freiburg, Buschi. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen diese Umstellung auf ihr Spiel hat. Mike Franz. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Niederlechner. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Moravec. Kuh. Die Gäste werden wechseln. André Hahn. Auch dieses Tackling gelingt. Gutes Spiel von ihm. Und es bleiben noch 5 Minuten. Ein enges Ding bis hierhin. Und noch ein paar Minuten zu spielen. Günther. Kovaleo. Max. Bayer. Kuh. Bayer. Ball kommt rein. Ganz stark gelöst. Er hat den Ball. Ja, da hat er klasse aufgepasst. Jetzt sind sie am Ball. Moravec. Jonathan Schmid. Das dürfte die letzte Gelegenheit sein. Treffen Sie und gewinnen Sie das Spiel. Kujacul. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Kein Sieger nach 90 Minuten. Unentschieden.